Pizza oder was? Genau, das ist Kevin. Ich bin's Marvin. Heute gibt es scharfes Essen versus saures Essen. Yes, Leute, mal wieder nach langer Zeit eine versus Challenge. Wir haben sogar Süßigkeiten bzw. Sachen extra frisch aus Amerika. Also leckere Sachen, Special Sachen dabei. Aber auch scharf und saure Sachen. Wir sind gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Und Leute, einen fetten Daumen hoch, wenn ihr mehr versus Challenges wollt. Und schreibt eure Ideen noch gerne in die Kommentare. Dann kommen wir vielleicht dran und blenden wir auch nochmal hier ein. Yes, Leute, wir fangen direkt an mit der ersten Runde. Wir haben unsere Speiseglocken am Start. Darunter steht dann scharf oder sauer. Yes. Worauf hast du persönlich mehr Lust? Oh, ist beides nicht so angenehm. Kommt mir drauf an, ne? Ich sag mal eher scharf. Ich sage eher sauer. Okay. Dann mal gucken, was wir bekommen. Erste Runde, let's go! Okay. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Bam, ich bleib bei dieser Speiseglocke. Okay, ich nehme diese. Und 3, 2, 1. Scharf. Oh, sauer. Scharf, so wie wir es wollten. Wie wir es wollten. Und zwar, Leute, habe ich Cheetos. Und ich habe hier Salz-Essig-Chips. Essig ist natürlich sauer. Ja, man, ich habe Flaming Hot Cheetos. Boah. Ich bin gespannt, wie scharf die sind. Die sollen ja sehr scharf sein. Aus Amerika, extra. Ja. Ah, ich würde mir nie Essig-Chips holen. Würde ich nie machen. Ich hasse die. Mögt ihr Essig-Chips? Oder Essig? Ich hasse die. Viele mögen die, aber ich hasse die. Boah. Wow. Ah, mir zeigen. Okay, die sind schön rot. Okay. Man denkt so leckere Kartoffelchips, ja. Aber da bin ich eher der salzige Typ. Okay, ich fange an zu essen. Du zuerst, bin gespannt. Sehen sie da so aus oder sind sie auch extrem scharf? Die haben so einen Käsegeschmack. Käsegeschmack? Und jetzt kommt die Schärfe. Oh! Sehen Sie? Die kommt! Lass mal riechen. Oh! Doch, ich glaube, amerikanische Süßigkeiten sind schärfer als deutsche Süßigkeiten. Boah, die sind aber lecker. Und geil scharf. Essig, nicht mein Ding. Boah. Direkt so das Mundwasser am Reizen. So. Boah, die sind aber schon gut scharf. Aber hat trotzdem noch chillige Kartoffelchips-Vibes. Ich hätte jetzt gedacht, es ist intensiver. Aber der Essiggeschmack ist unnötig. Ich finde einfach so simple Kartoffelchips. Oh. Okay, Runde 2. Bist du bereit? Die wird ein bisschen hart. Ey, das ist wirklich echt eine harte Nummer. Ich bin bereit. 3, 2, 1, go! Und zack. Entscheideweise. Ich bleibe bei meiner. Ist ready. Nicht wirklich. 3, 2, 1. Ja! Nein! Okay, jetzt das war mir in der Runde wichtig. Mann. Leute, ich hab scharf. Es wird eklig. Und zwar scharf ist ziemlich eklig. Hier von einem Löffel. Das ist überhaupt nicht mein Part, sowas zu machen. Ein Löffel scharfe Soße. Und bei mir? Die ist extra scharf. Ich muss sagen, Sour Cream. Bäm! Extra scharf. Boah, gönn dir richtig. Aber ich fange an, ich esse einen vor. Auf dem Brot wird das jetzt etwas leckerer. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Kann man machen hier, ne? Sogar pur lecker. Ja? Und schon ist es weg. Schon da hätte ich jetzt auch lieber sauer, Alter. Ich glaube, ich muss mir gleich noch ein Baguette packen. Boah. Ah, eklig, ey. Okay. Ein Löffel. Das reicht, ne? Boah, ich nur, was sagt ihr? Das reicht. Ein kleiner. Dann kannst du das stolz in die Kamera zeigen, den Leuten zeigen, dass du das wegkaufst. Okay. Das reicht. Ist genehmigt. Das ist wirklich unangenehm. Boah. Alter. Ich fühle dich, ey. Ich wollte alles scharf, jetzt bekomme ich alles scharf. Ich auch schon mal, die ist wirklich heftig, ey. Boah, die ist krass. Die ist wirklich, ey, Leute, so ein Fussel. Bah. Nächste Runde. Und noch schöne Grüße an Burak und Maria. Bam! Ihr habt das hier auf YouTube abonniert und die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, das einmal machen und uns beiden auf Instagram folgen. Einmal Marfit und mir Kelvin Fitti. Dort das neueste Bild liken und mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren. Und dann habt ihr die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück! Okay, dritte Runde Halbzeit, ne? Yes. Und nochmal Bock auf scharf? Nee. Jetzt sauer sein, nicht. Ne? Jetzt will ich sauer, Alter. Reicht jetzt. Ich glaube, ich will auch lieber sagen. Go! Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ich bleib bei der. Das ist Glück auf meiner Seite. Bitte sauer. 3, 2, 1. Ja! Sauer! Es gibt wieder was mit dieser ekligen Soße. Es gibt Nudeln mit Zitronensäure. Zitrone pur, ne? Diese Chili-Soße bekommt Kelvin. Die verfolgt uns heute sehr lange. Ich dachte, ich komme drum weg, aber Löffel oder Gabel? Du kriegst einen Löffel. Okay, aber mit Zitronensaft ist auch nicht so lecker, ne? Aber stell dir einfach vor, du presst gerade eine Zitrone raus, fehlen mir noch die Kräuter. Ja, ne, aber ja. Wir machen gleich viel ungefähr. Okay. Ja, da kannst du ordentlich drauf machen. Okay. Kommt das raus, so.
Aber hat so genüsslige Vibes, weil man denkt sich einfach so. Okay, ey, du willst euch drauf machen, ne? Ja, normal. Komm mal drauf da. Alter, entspann dich. Okay, okay, okay. Junge. Gönn dir. Weißt du, wie viel das ist? Okay, Zitronennudeln, Alter. Ey, ich will mal von dir Feedback jetzt haben, wie das schmeckt. Ich bin auch mal gespannt. Du zuerst. Hm. Passt das? Oder nee. Fehlen da noch Kräuter? Oder kompletter Fell? Also, ein bisschen frischer. Aber. Bah, ne. Boah, das riecht voll scharf. Das ist zu sauer, bah, das passt gar nicht. Weil das ist das deine sogar besser. Meinst du? Bah, okay, einfach mal. Saure Nudeln. Also hier auf der Seite ist ganz. Ey, nimm mal hier, wo rot hier ist. Hier ist doch viel, Digga. Hey, nimm mal das hier. Da war doch viel, Alter, oder? Junge. Das hier, das. Ui. Ja. Boah, Alter. Das nimmst du. Wo das ist? Ja, rein damit. Nudeln sind lecker, aber die saure. Gönn dir. Boah, nicht an der Lippe, Alter. Boah. Aber deine ist besser als meins, Mann. Das ist so stark, ne? Aber bei Nudeln geht doch, oder? Hat nichts mit Genuss, ne? Boah. Das ist echt stark, das musst du eben pur. Heftig. Ich bin so empfindlich, so, weil wenn das zu scharf ist, das ist für mich kein Genuss. Eigentlich mag ich scharf, aber. Ich auch nicht. Das ist aber so eine komische Note, das ist einfach nur so pur, einfach nur. Einfach nur nach dem Motto, deine Fresse brennt. Das, da habe ich nichts von, so. Boah. Mein Schnauze brennt immer noch. Immer noch? Obwohl so ein paar Nudeln dran. Okay, dann auf zur nächsten Runde, würde ich sagen. Wow. Willst du nochmal scharf, ne? Nee. Lapid! Okay. Puh, entscheideweise. Ich nehme diesmal diesen hier, Mann. Okay. Was willst du, scharf oder sauer? Sauer. Scharf habe ich wieder Bock. Ja? 3, 2, 1. Und? Sauer und scharf. Oh mein Gott. Gebete wurde erhört. Ich habe Hot Tamales. Das ist Amerikas Nummer 1 Cinnamon Candy. Wow, krass. Und das sieht aus wie eine Süßigkeit, aber das soll scharf sein. Krass, bin ich gespannt. Ich habe hier saure Süßigkeiten, die sollen extrem sauer sein. Sour Patches. Oh, aber geile Farben sind dabei. Schon nie probiert, Mann. Ich bin gespannt jetzt. Die sollen lecker sein. Ja, blau, geile Farben. Mal gucken. Hot Cheetos. Nee, was? Wow. Oh, der lecker, wie aus dem Bütchen hier. Guck mal, ich habe einfach so Bohnen. Boah, krank. Bei mir, wie beim Kiosk. Ich bin gespannt. Das riecht nach Zimt, boah. Riecht lecker. Wer will was Süßes? Riech mal. Boah, krasser Zimtgeschmack. Ja. Zimtgeruch. Okay, bin gespannt, wie scharf die sind. Ich werde jede Sorte mal probieren. Okay, probier du zuerst. Erstmal roten Beeren. Boah. Nicht scharf. Oh. Boah. Sauer. Kommt das gerade wohl? Sind die sauer? Mhm. Krass. Ja. Das steht nur Extreme. Also das ist die extreme Version. Und, ja, Center Shock Style, nur in Gummiversion ein bisschen. Ich probier mal jetzt das hier. Vielleicht ein bisschen milder. Mhm. Boah. Mhm. Riecht aus wie Kapseln, ne? Das schmeckt nach Zimt und nach Schärfe. Komische Kombi. Bah. Kombiniert ihr sowas? Zimt und scharf? Eigentlich weniger, ne? Was ist das denn? Blauen? Aber irgendwie auch lecker. Irgendwie eklig, aber lecker. Ja. Ich muss noch einen essen. Und grün auf jeden Fall. Komm. Nimm mal alle rein da jetzt. Komm, rein. Versteht man? Die beiden. Oh, alle, komm, alle. Alle rein. Komm. Kennen wir auch alle. Fünfte Runde. Yes. Ready, was willst du? Jetzt kann es eigentlich wieder scharf sein. Oh, okay. Was es gibt. Go! Ich nehme die Seite hier. Okay. Ich bin dumm. Mach auf, 3, 2, 1. Du bist dumm? Das sind Wings. Ach, aber ich hab zweimal Wings einfach drunter getan. Also sag jetzt nicht aus, ob sauer oder scharf. Wir hätten einen Zettel drunter legen müssen. Und dafür darfst du ja aussuchen, sauer oder scharf. Ich darf mir jetzt aussuchen. Du darfst aussuchen. Natürlich sauer. Sauer? Mhm. Aber mit Zitronendings, ne? Aber ich hasse dieses das, okay. Das ist so widerlich, das ist einfach nur scharf. Das hat für mich gar keinen Geschmack. Perfekt. Deswegen. Aber ja, okay. Ah, Feuer freut sich gerade, ne? Das Ding ist, die Wings sind eh schon scharf. Mhm. Dann plus Schärfe nochmal, okay. Okay, vielleicht das könnte lecker sein, das könnte auch eklig sein. Ey, ich bin auch gespannt. Go, go, go. Oh. Alter, ey, warte, wir kommen mal jetzt auf den Stopp. Okay, okay, okay. Überall so ein bisschen. Okay, okay. Okay, okay. Wir schmecken ab. Go. Sour Wings. Oh. 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 Ey, die Soße ist so eklig, ne? Und schmeckt die so eklig. Ey, warte mal, das war jetzt ein Fail. Die Schärfe ist geil, aber es ist einfach eklig. Muss schon ordentlich machen. Mach mal drüber hier ganz. Tränk das mal da ein. Okay, okay. Und die Wings sind sonst geil. Ich bin jetzt wirklich mal, ich bin so ein bisschen. Boah, diese Soße, bah. Ich muss sagen, es geht ein bisschen unter. Obwohl ich echt voll viel drauf mache. Also man schmeckt es gar nicht so krass. Mhm. Also man kann es machen, aber es ist einfach unnötig, Wings sauer zu essen. Letzte Runde. Text. Marvin. Letzte Runde, sauer oder scharf? Worauf hast du Bock? Scharf. Go. Snick, snack, snack.
Okay. Bleibt bei der hier. 3, 2, 1. Das ist scharf. 4. Sauer. Ich habe Takis. Wieder amerikanische Chips. Ich habe die sollen richtig scharf sein. Gewürzgurken. Ja, also ich kann es essen. Ich kann mich nicht beklagen. Boah, guck mal, wie rot die Packung scharf ist. Okay, ich muss mal ausklippen. Ja, Mann. Oh mein Gott. Die Leute sehen brutal aus. Alter, die sehen rein, krank aus, die Leute. Sehen sehr speziell aus. Zieht euch. Oh, die riechen auch schon krass. Ja. Taki. Ey, mal so nebenbei, meine Gewürzgurken würden voll zu der Schärfe jetzt passen. Eigentlich schon. Okay, ich bin gespannt, wie scharf das ist, Alter. Die sehen übertrieben scharf aus. Ein bisschen Mann, aus. Ist das eine Wurst? Oh, boah. Boah, krass. Welche waren heftiger? Eklig, aber scharf. Die von eben waren heftiger, oder? Ich glaube, die sind schärfer sogar. Mm. Es schmeckt noch. Nee, oh, jetzt kommt's. Das ist wie Nacho, ne? Gönn dir. Also erstmal so richtig eklig, aber im Nachgeschmack sind die lecker. Okay, die sehen so crazy aus. Ich glaube, ich muss das auch machen. Ich würde sagen, der ist so scharf, dass ich es mache. Ach, komm, egal. Boah, die sind richtig eklig. Ja, dann werden die lecker. Ja. Amerikanische Süßigkeiten sind ganz komisch. Hat's was wie ein eingerollter Nacho, ne? Mm. Boah, das Pulver ist jetzt. Das kommt, ja.